wunderschönen guten Tag. Ich war gerade noch in Dresden gewesen und jetzt treffe ich mich gleich mit dem Toni Simon von Gap Performance und er wird mir mal das Thema 3D-Druck erklären, weil er hat so einen 3D-Drucker und da wollen wir quasi ein kleines Video machen davon und ich habe eigentlich null Ahnung davon, was ein 3D-Drucker eigentlich alles kann. Ich weiß, dass der quasi anhand einer Datei 3D-mäßig was drucken kann, also irgendeine Form. Aber was da alles möglich ist, ich habe keine Ahnung. Also eine Felge zum Beispiel, weiß ich nicht, kann man vielleicht machen. Oder so ein Trinkbecher hier. Ich bin auf Diät und bin beim Burger King. Das ist schon scheiße. Fühle ich mich gerade so ein bisschen im Zugzwang dort. Ah. Burger King ist ja schon ein bisschen mein Liebling. Big Tasty. Oh, geil. Weil wir haben mal ein Bobbycar gebaut. So ein ganz kleines Bobbycar für mein Patenkind und da haben wir quasi oder da hätte man quasi die, weil das waren Plasterräder und an die Plasterräder hätte man einen Felgendeckel schrauben können und da hätte man eigentlich jede beliebige Felge fräsen können, weil eigentlich war das ja nur da so rangeklebt, hat also keine Funktion. Dafür wäre das eigentlich ganz geil. Man müsste halt bloß mal die Kosten überprüfen, was es denn kostet. Das ist eine Idee, das ist das erste, was ich fragen würde. Bobbycar, falls ich nochmal so ein Bobbycar bauen sollte, weil ich habe ja auch noch eine kleine Nichte jetzt und die soll ja auch irgendwann mal R8 fahren mit 2 oder 3 Jahren und da kriegt die natürlich ein paar geile Felgen. Das ist die Idee. Da frage ich den Toni dann erstmal. Also ich nehme euch dann quasi jetzt mal mit zum Toni. Ja Simon, wo bleibst denn du? Ich bin jetzt hier bei Burger King und warte auf dich. Kinderla, das war doch halb ausgemacht. Auf dem Weg, auf der Autobahn, ich bin doch nicht hier, aber ich verschwitte mich auf jeden Fall. Du bist doch schnell. Fahr zu. Wie immer. Fell in der Fresse. Ich bin jetzt beim Toni im Auto und habe jetzt schon egal, weil ich kenne mich mit dem 3D-Druck gar nicht aus und habe quasi jetzt schon mal so ein bisschen gefragt und ja, eigentlich muss ich jetzt die Kamera schon filmen lassen. So, meine letzte Frage war ja gewesen, wir fahren jetzt eine Stunde, oder? Eine Stunde fahren wir jetzt, ja. Da haben wir ja Zeit zum Reden. Da kannst du mir ein bisschen was erklären. Ich bin dann, ich will es versuchen. Nach der Stunde bin ich dann quasi Experte im 3D-Druck. Könnt ihr mir dann schreiben? Nee, Quatsch. Bei was haben wir jetzt stehen geblieben? Wir waren jetzt stehen geblieben bei Filamentarten. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Filamente. Das ist quasi ein Kunststoff, der sich drucken lässt durch den 3D-Drucker. Der wird erhitzt, der wird leicht flüssig gemacht und ja, hat immer mehr aufgebaut, je nachdem, was man für ein Bauteil hat. Okay. Das verschmilzt quasi mit jeder Lage, was die gedruckt wird, verschmilzt sie sich mit der unteren Lage. Also könnte ich jetzt quasi meinen Schuh nehmen und der wird dann gescannt quasi? Ja. Dann könntest du einen Schuh daraus bauen? Dann könnte ich den Schuh ausdrucken, ja. Lässt der auch einen Hohlraum da drin? Je nach Bauteil. Okay. Meistens braucht er eine Stützstruktur, damit der Schuh quasi nicht in sich zusammenfällt. Ja, okay. Die Stützstruktur kann man aber entfernen. Da gibt es zum Beispiel auch ganz spezielle Stützstruktur, die löst sich im Wasserbad auf. Das heißt, du haust das Bauteil dann in Eimer Wasser. Und dann ist es weg. Und dann ist es dann weg. Okay. Aber für was macht das eigentlich Sinn, dieses 3D-Druck? Also ursprünglich kam das immer so hauptsächlich im Modellbau zum Einsatz. Und ich nehme das für mich als Positivform. Also ich spare damit unheimlich viel Fräskosten. Andere müssten jetzt Alu fräsen, um sich dort Negativformen rauszuziehen. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Du hast ja gesagt, du baust gerade für den Renny von FangOutlet quasi für Messer oder was? Für Messer ist das ein Turbovan. Das ist ja die Verkleidung, die im Motorsport immer vor die Felge gesetzt werden, um die Bremsanlage zusätzlich zu kühlen. Und die gibt es eigentlich nicht mehr, oder was? Die gibt es schon, auch als Replika und so. Aber Renny wollte ein ganz spezieller haben, und zwar extrem konkav. Okay. Und das gibt es nicht mehr. Und er wollte es ja speziell für seine Felgen. Und da kann ich die Felge quasi ausscannen, also den Innenraum, also die Tiefe einscannen und den Turbovan direkt an die Felge anpassen. Das heißt, optimal die Frischluftzufuhr zur Bremse herstellen.
Okay, das ist cool. Das klingt erstmal ja, nicht schlecht. CAD-Programm. Ja, und das ist eigentlich so mit allem möglich. Und ich nutze die Form aus dem 3D-Scan, um davon Abdrücke zu machen. Und du bräuchst es ja rein theoretisch nur. Ach ne, du brauchst alle vier, weil du hast einmal links und rechts und einmal vorne und hinten mit verschiedenen ETs wahrscheinlich oder Breiten oder. Na, eigentlich nur von vorne nach hinten. Die kann man natürlich links und rechts drehend machen, ja, aber dafür brauche ich dann nur die Schaufeln, die hinten dran sind, verändern. Das heißt, wie viel musstest du jetzt drucken? Zwei. Bisher haben wir nur die Hinterachse, im Prinzip musste ich nur zwei drucken. Okay. Cool. Also wenn jetzt wer könnten sich bei dir melden? Wer könnte so Interesse haben an so einer Sache? Jeder, der irgendeine Idee hat, jeder, der irgendein Bauteil hat, wo er nicht weiß, wie er das kostengünstig, sage ich mal, herstellen soll, der Fräskosten sparen will, die Palette ist halt ziemlich groß bei mir. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer baut sich jetzt angenommen einen alten Einzel Scirocco auf und es gibt halt irgendwelche Teile, gibt es nicht mehr. Und da kann er sagen, zum Beispiel hier, ich will das Teil hier haben. Richtig. Das Plasteding, das könnte er machen. Und das ist quasi dann eine Farbe, was du hast? Oder musst du das dann lackieren? Ist es überhaupt lackierfähig? Das ist auch lackierfähig. Aber wie gesagt, ich nutze die Teile meistens als Negativteile und Positivteile, um das fertige Teil, was angebaut wird, dann zu verkaufen. Wir haben jetzt auch gemacht für einen Oldtimer, ganz spezielles Teil. Was es nicht mehr gibt, nicht mehr zu kaufen gibt und wo der Aufwand, das herzustellen, einfach mega groß ist. Und da kann ich zum Beispiel auch weiterhelfen. Da jetzt irgendwo eine Stoßstangenecke oder irgendwas fehlt, was es nicht mehr gibt, kann ich das einscannen, reproduzieren, also rekonstruieren am Rechner und ausdrucken aus GFK oder je nachdem, was man will, aus egal welchem Kunststoff, kann ich das dann wieder herstellen. Okay. Jetzt verstehe ich langsam. Also könnte man auch die Teile, also die Kunststoffteile gibt es, die Verspiegelungstechnik, das ist eine Beschichtungstechnik, könnte man im Hochglanzchrom quasi reproduzieren. Also die Palette ist riesengroß. Da weiß ich noch nicht mal alles, was mit dem Ding geht. Was kostet eine Maschine eigentlich? Also zwischen 5.000 und 100.000 Euro. Oh. Je nachdem, was man will. Es gibt verschiedene Druckarten. Sinterdruck, Filamentdruck, das, was ich jetzt angefangen habe. Aber da muss man einfach nur wissen, was man will. Ist auf jeden Fall erstmal interessant, das Ganze. Also das heißt, jetzt läuft ja gerade die Maschine. Das heißt, wir können jetzt auch nicht dort eingreifen, da ich sage, ich hätte jetzt gerne mein Gesicht dort mal drin. Nee, also jetzt im Moment nicht. Ich würde jetzt den Druck ungern abbrechen wollen. Aber man könnte es machen. Wenn ich jetzt sage, hier, du hast ein Foto von mir? Man könnte es machen, ja. Aus dem Foto kannst du das dann machen oder brauchst du da drei Fotos oder wie läuft das? Ich brauche dein Gesicht, wird dein Gesicht einscannen. Okay, also die Möglichkeit hast du auch bei dir, das alles zu scannen und so. Genau, ja. Das heißt, rein theoretisch, ja, wenn jetzt, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes, ich bin ja Fotograf. Das heißt, wenn jetzt, ich habe eine Hochzeit. Ja. Ja. Und die wollen sich als Hochzeitsfigur da drauf haben, könntest du sagen, du machst die Figuren. Kann ich die BN einscannen und dann kann ich die ausdrucken, ja. Das finde ich aber geil. Das heißt, ihr habt dann euch als Miniform auf der Torte. Ist mir jetzt gerade mal so gekommen, eigentlich ganz cool. Ja, da gibt es also die. Okay, was würden so eine kleine Figur kosten, sagen wir mal so groß? Und jetzt bleiben wir jetzt mal bei dem Thema. Vielleicht hat er ja gerade einer Bock und heiratet diesen Sommer. Nur der Druck alleine ist wahrscheinlich das günstigste. Ich sag mal, der Druck wäre dann vielleicht irgendwas bei zwischen 60 und 100 Euro. Okay. Und dazu kommt aber noch das Einscannen und die Bearbeitung am Rechner, quasi die CAD-Stunden. Also ich sag mal so, wenn dieses Hochzeitspaar letztendlich wirklich auf der Hochzeitstorte stehen sollte, müsste man da vielleicht irgendwas mit 300, 400 Euro rechnen. Okay. Na gut. Das sind ja Leute, haben Bescheid. Finde ich jetzt eigentlich noch ein. Ja, finde ich okay. Aber es ist ja zum Beispiel auch für die Ewigkeit. Ja, ja. Also, das schmeißt man ja dann nicht weg. Das wäre schade, ja, das stimmt. Nee, na gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal hin und gucken uns das dann quasi vor Ort an. Haben wir genug geredet. Ich bin jetzt schon Experte von 3D-Druck. Day these games I'm playing, killing every shitty rapper motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now. Ersten fast fertigen Druck angucken. Es ist leider nicht der geworden. Wir mussten es etwas abändern. Aber
gehen wir jetzt mal hin. Das ist unser erstes Projekt mit Messer, mit dem Renny von TLT, von Tilt zusammen. Das ist, wo ich das Gewinnspiel hatte, das ist der Turbo Band. Das ist am Ende ein komplettes Bauteil. Wer das kennt, das gibt es im Motorsportbereich, ist das immer vor der Felge und gibt der Bremsanlage zusätzliche Lüftung. So, wir mussten das jetzt aus 4 Teilen drucken, weil unser Drucker halt einfach von der Größe her begrenzt ist. Okay, also 3 Teile habt ihr schon, sehe ich. Genau, und das letzte Teil läuft gerade im Drucker, das können wir uns nochmal direkt angucken. Das ist schon ein bisschen geil. Und das Extreme ist hier halt die konkave Form, nicht? Also das ist für eine extreme Tiefpit-Felge. Wer sich mit den RBB-Porsches ein bisschen auskennt, also es ist prädestiniert für die Autos. Und da werden wir mal sehen, ob wir das vielleicht mal. Big one my shit right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ich könnte jetzt quasi mich dicht drucken, was wir ja vorhin schon hatten, das Thema. Also wir haben hier mal so eine kleine Figur gedruckt. Warte mal, die muss ich mal abstellen und probieren, dass ich so scharf gehe. Kleine Lego-Figur gedruckt, Luftleitkanäle für Schaltschränke zum Beispiel. Das ist ja mit so einem Skelett, das ist ja mini, oder? Ich mal meine Hand dazwischen machen. Wie teuer werden diese Figur, wenn ich es jetzt für mich haben würde wollen? Wenn ja, ich jetzt dort stehe? Kostet vielleicht 20 Euro. Genau, erklär mal ein bisschen, was sind die Rollen? Die Rollen sind das Filament. Das ist quasi der Radstoff, aus dem das gedruckt wurde. Okay, 35 Stunden sehe ich. Genau, das ist das Bauteil. So wird es dann am Ende aussehen. Und wir haben jetzt den roten Bereich geschafft bisher. Also es dauert wirklich eine ganze Weile. Es dauert eine ganze Weile. Dafür ist aber die Qualität also wirklich sehr gut. Wir sind mit dem Apparat hier wirklich sehr zufrieden. Es hat aber wirklich viel Zeit gekostet, das Ding richtig einzustellen. Aber jetzt fahren wir gute Qualität. Das heißt, du kannst quasi Kotflügel bauen für irgendwelche Schweller oder keine Ahnung. Ja, also alles, wo gefräst werden muss, können wir jetzt Geld sparen. Denken ohne Grenzen. Einer hat eine Winterfelge, eine Stahlfelge und will unbedingt Bentley Radkappen in 19 Zoll. Könntest du quasi Radkappen für den bauen? Das ist schon geil. Das ist schon geil. Gut, ich werde mir jetzt mal überlegen, dass wir irgendwann mal so eine kleine Figur von mir machen. Habe ich nicht Lust drauf, weil das will ich mal haben. Und ja, dann werden wir jetzt mal weitergehen. Wir sitzen jetzt wieder im Auto Richtung Burger King, wo unsere Reise gestartet ist. Ich bin ja immer noch auf Diät. Hat sich ja nicht geändert in den 2 Stunden. Und wird wirklich schwer. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer, was das Thema 3D-Druck anbelangt. Danke, Toni, dafür. Und ich will auf jeden Fall mal so eine Figur von mir haben. Ich muss dir mal ein Foto schicken. Das will ich haben. Da bleiben wir noch dran an der Geschichte. Ja, ansonsten 3D-Druck. Also ich werde mir echt mal was überlegen, was man so Schönes machen könnte. Und dann müssen wir da was in die Tat umsetzen. Ich fand die Turbo-Fans jetzt schon echt geil. Das ist so... Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, was dort dieser 3D-Drucker rausballert, oder? Auf jeden Fall. Also, ich überlege, also meine damalige Zeit konnte man kopieren, irgendwelche Schwarz-Weiß-Blätter. Jetzt druckst du irgendwelche Teile, das ist schon echt geil. Deswegen lassen wir den jetzt mal noch durchlaufen, bis es fertig ist. Und dann denke ich mal, wirst du mir mal ein Foto noch zukommen lassen, wie das Teil aussieht. Fertig. Ja. Geil, freue mich. Ansonsten sehen wir es halt direkt bei der Carnet.